Ja, guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid an diesem sehr schönen Ort. Ist es ein Handout rumgereicht worden? Ist es bei den meisten angekommen? Jawohl, sehr gut. Genau, das ist, spielt jetzt nicht so eine arg große Rolle, aber ist vielleicht doch ganz gut, weil es so die einzige Visualisierung des Vortrags darstellt mit der Gliederung. Einigen Lektürehinweisen und unten auch nochmal der Adresse meines Blogs, wo es auch so verschiedene politische Texte von mir nachzulesen gibt. Genau, der Vortrag heute Abend heißt Die gelebten Realitäten von Frauen und Mädchen. Ach nee, er heißt Kritik des Patriarchats. Also meistens heißt der Vortrag Die gelebten Realitäten von Frauen und Mädchen, aber auch Ansehen der Veranstalterin heißt er heute Kritik des Patriarchats. Läuft aber inhaltlich völlig auf dasselbe hinaus. In meinem Vortrag soll es darum gehen, den materialistischen Feminismus vorzustellen, also eine bestimmte Richtung feministischen Denkens und feministischer Theorie. Also ich denke schon, in der ersten Frauenbewegung lässt sich von einem materialistischen Feminismus sprechen, etwa in den Schriften von Clara Zetkin, die sich mit der Stellung der Frauen in der Arbeiterbewegung befasste. Also auch die geistige Nähe zum Marxismus ist ja ganz deutlich, die den materialistischen Feminismus auszeichnet. Aber soweit möchte ich heute nicht zurückgehen. Ich konzentriere mich auf Simone de Beauvoir als eine Grande Dame des Feminismus und die zweite Frauenbewegung. Also ich denke, es gibt ganz verschiedene Punkte, an denen ein materialistischer Feminismus ansetzen kann. Und die Patriarchatskritik ist einer davon. Und zwar verstanden als Kritik einer Gesellschaftsform, in der Männer direkt oder indirekt strukturell Herrschaft über Frauen ausüben. Ich möchte also in diesem Vortrag über das Patriarchat sprechen und dabei versuchen, anhand einer Kritik des Patriarchats das Anliegen und die Vorgehensweise eines materialistischen Feminismus deutlich zu machen. Mein Vortrag hat 4 bis 5 Teile. Der erste Teil widmet sich der Frage, warum überhaupt Patriarchatskritik. Dann werde ich über das Patriarchat und das weibliche Subjekt sprechen und mich dabei auf Adorno und Simone de Beauvoir berufen. Im dritten Teil wird es um das Verhältnis von Patriarchat und Kapitalismus gehen und im vierten um Patriarchat und weibliche Sozialisation. Dann gibt es noch ein knackiges Fazit. Also zuerst, warum überhaupt Patriarchatskritik? Also handelt es sich dabei um ein rein akademisches Interesse oder gar ein interesseloses, neutrales und unvoreingenommenes Betrachten? Meine These ist, dass es die Erfahrung von Sexismus ist, die zur Patriarchatskritik treibt. Die Erfahrung, dass es für Frauen und Mädchen nicht möglich ist, unbehelligt Teil dieser Gesellschaft zu sein, unbehelligt ihrem Alltag, ihrer Arbeit und ihren Neigungen nachzugehen, ohne von Sexismus geplagt zu werden. Also die Reflexion, dass das unmöglich ist, die Wut, die Genervtheit und die Verletzung darüber sind, denke ich, der Motor für die Kritik am Patriarchat. Also diese Erfahrungen können zum Begehren führen, die übergreifende gesellschaftliche Struktur zu hinterfragen, die diesen Sexismus hervorbringt. Mit Sexismus meine ich hier Verhaltensweisen und Erklärungsmuster, die patriarchale Zustände vermitteln, sie bejahen und zementieren, meist ohne, dass der Sexist oder auch die Sexistin das überhaupt mitbekäme. Also wie Rassismus und Antisemitismus funktioniert Sexismus als Schmiermittel, um den vergesellschafteten Individuen das Leben im Hier und Jetzt erträglich zu machen und Widersprüche zuzudenken. Sexismus hat dabei gesellschaftsstabilisierende Wirkung. Also Geschlecht ist eben eine der wichtigsten Identitäten, die man dieser Gesellschaft hat. Und egal, wie dreckig es einem ökonomisch geht, es ist eine zuverlässige Erleichterung, sich immerhin als Mann oder Frau am richtigen Platz zu wissen. So konstatiert die britische Feministin Natasha Walter, dass in Zeiten politischer Instabilität, wie eben auch jetzt, sich die Geschlechterrollen verfestigen. Also die Rollenbilder, vor allem für Mädchen, sind jetzt wesentlich repressiver als in den 70ern und 80ern,
Und Mädchen lernen früh und eindrücklich, wie ein Mädchen zu sein hat und wie nicht. Was sein Ausdruck unter anderem im allgegenwärtigen rosa Prinzessin-Scheiß findet, der die gesamte Konsumwelt durchzieht. Sexismus dient dabei der Erniedrigung der Frau, perfiderweise aber auch dazu, sie in ihrer Erniedrigung zu erhöhen und zu verehren, indem man ihr etwa Dinge abnimmt, die jedem Menschen zuzutrauen werden, oder ihr wohlwollende Intuition zuspricht, weil ja schon die Vernunft fehlt. Es gibt dabei zwei klassische Vorgehensweisen. Zum einen die Reduzierung auf die Sexualität oder auch angebliche körperliche Schwäche von Frauen. Und zum anderen das Absprechen von Logik, Vernunft und gesundem Menschenverstand. Beides raubt Frauen den Status eines eigenmächtigen Subjekts und macht sie zum Objekt von sexistischem Denken und Handeln. Recht eng verwandt mit der Frauenfeindlichkeit sind Homosexuellenfeindlichkeit und Transsexuellenfeindlichkeit. Auch das sind Ideologien, die besonders das männliche Subjekt nötig hat, dass sich ständig seiner Männlichkeit versichern muss. Also, und alle drei, Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit, funktionieren über die Abwehr von Sehnsüchten, die als weiblich gelten. Also eine patriarchal geprägte Männlichkeit verbietet, andere Männer zu begehren und auch in der eigenen Identität weibliche Züge zu akzeptieren, was dann einen ganz guten Boden für Homo- und Transfeindlichkeit bietet. Sexismus in all seinen Spielarten, vom anzüglichen Kommentar über ein Kleidungsstück bis hin zum Lohngefälle zwischen den Geschlechtern, ist das ganz konkrete Wirken des Patriarchats, das Frauen und Mädchen mit größter Alltagsselbstverständlichkeit zu spüren bekommen. Und in bestimmten Abstufungen, die aber jeweils separat analysiert werden müssen, bekommen ihn auch schwule und nicht weibliche Transpersonen zu spüren. Und auch Männer, die den gängigen Männlichkeitsnormen nicht entsprechen. Also die wichtige Bestimmung, auf die ich hinaus will, ist, dass eine materialistische Kritik immer vom Leiden an der Gesellschaft ausgeht. Also die Motivation für eine Kritik am Patriarchat sind nicht edle und uneigennützige Motive, sondern das konkrete Leiden am Sexismus und die Sehnsucht, frei von Sexismus leben zu können. Sehr schön veranschaulicht wird es in einem Zitat von Mona Elterhagen, einer muslimischen Feministin, die die frauenverachtenden Züge im gegenwärtigen Islam kritisiert. Ich zitiere kurz Mona Elterhagen: Wir verschließen uns der Realität, wenn wir nicht ernsthaft in Betracht ziehen, dass Religion zum Erhalt der patriarchalen Macht dient. Gegen die idealisierte Vorstellung von einem richtigen Islam können wir am besten angehen, wenn wir den Blick auf die gelebten Realitäten von Mädchen und Frauen richten. Also der wichtigste Bezugspunkt in ihrer feministischen Kritik sind die gelebten Realitäten. Also Mona Elterhagen setzt daran an, wie Frauen leben und arbeiten, welche Freiheiten sie haben, welche Beziehungen sie führen können und welchen Diskriminierungen sie ausgesetzt sind. Und es bietet sich dann an, hier weiter zu fragen, wo sind die Ähnlichkeiten in der Situation von Frauen, aber wo gibt es auch gravierende Unterschiede, und zwar abhängig von Klasse, Milieu, Kultur, Religion oder Begehrensform. Wie sieht die patriarchale Unterdrückung jeweils aus und wie kann sie am besten bekämpft werden? Die gelebten Realitäten von Mädchen und Frauen, wie sie angemessen erfasst werden können und wie sie sich verändern sollten, sind, denke ich, die brennenden Fragen einer materialistisch-feministischen Theorie. Deswegen ich die auch zur Überschrift, also der Überschrift sonst, des Vortrags gemacht habe. Ach ja, auf dem Handout ist es auch die Überschrift. Auch da steht auch das Buch nochmal. Das lohnt sich wirklich von Elterhagen. Und ich denke, in diesem methodischen Vorgehen kann man viel von zeitgenössischen muslimischen Feministen lernen. Also neben Mona Elterhagen möchte ich besonders Seyhan Atesh und Zineb El-Masra hervorheben. So, jetzt komme ich zum Patriarchat und der weiblichen Subjektivität. Also das Patriarchat, wie es sich im Sexismus äußert, hat offensichtlich was mit geschlechtsspezifischer Herrschaft zu tun. Die nächste Frage ist dann, wie kommt es zu dieser Verquickung von Herrschaft mit Geschlecht? Da möchte ich jetzt zu einem kleinen Ausdruck in die kritische Theorie und über die Subjektwerdung der Menschen in der Dialektik der Aufklärung sprechen.
Also laut Adorno und Horkheimer kam Herrschaft in die Welt, als die Menschen begannen, sich als der Natur gegenüberstehen zu begreifen. Sie griffen bewusst und organisiert in die Natur ein, also die Beziehung des Feuers, Jagd, Ackerbau und Viehzucht, die Errichtung von Siedlungen und die Formierung von arbeitsteiligen Gesellschaften und alles mit dem Ziel und Zweck, ihr Überleben zu sichern. Und damit hörten sie auf, Teil der Natur zu sein, um unmittelbar von den Einflüssen abzuhängen. Dieses unmittelbare Naturverhältnis weicht in einem Subjekt-Objekt-Verhältnis. Also mittels seiner Vernunft setzt sich der Mensch der Natur als Subjekt gegenüber und bedient sich ihrer zu seinen Zwecken. Er fängt an, sie zu beherrschen. Seither befinden wir uns, laut Adorno und Horkheimer, in einem unendlichen Dilemma. Der Mensch bekämpft die Natur, auf der er hervorgegangen ist und ohne die er nicht leben kann, weil er ja also durch seinen Körper selbst Natur ist und sie daher nie vollständig überwinden kann. Adorno und Horkheimer berufen sich dabei auf Sigmund Freud, der dargelegt hat, dass Kultur stets auf Triebverzicht gründet. Also eigene Wünsche, Begierden und überhaupt die Körperlichkeit müssen kontrolliert und unterdrückt werden, damit die Menschen gesellschaftsfähig und leistungsfähig sind. An dieser Stelle kommt dann wiederum Karl Marx ins Spiel, der herausstellt, dass es die menschliche Arbeit ist, die Kultur aus der Natur herausschafft und sowas wie Gesellschaft überhaupt möglich macht. Wir haben es also mit einem Herrschaftskonflikt zu tun. Die schützende und lebenserhaltende Zivilisation gründet auf Gewalt und fordert ständig neue Gewalt ein. Dieser Konflikt wird dann innerhalb der menschlichen Gemeinschaft ausgetragen. Also Adorno und Horkheimer führen aus, sobald die Menschen anfangen, ihr Verhältnis zur Natur zu reflektieren, übertragen sie das auf ein Gewaltverhältnis zwischen den Geschlechtern. Aufgrund der Analogie zur Gebärfähigkeit der Frauen wird die stets keimende und wuchernde Natur als weiblich interpretiert. Und während der Mann als Resultat eines langen, blutigen Zivilisationsprozesses, während er fortan als Subjekt, als Vernunft- und Geistwesen gilt, wird die Frau zur Repräsentantin von Natur, des Körpers und der Sexualität zum Objekt. Also der Mann erhebt sich zum Herrscher und die Frau wird es zur Beherrschenden. Also diese Geschlechtscharaktere, denke ich, kann man sich sowas als eine Art kulturellen Überbau zu dem vorstellen, was in der Natur an Geschlechtlichkeit vorhanden war und ist. Sodass man letztendlich und erstmal ganz pauschal sagen kann, wenn von den Geschlechtscharakteren Mann und Frau die Rede ist, muss immer auch das Patriarchat verhandelt werden. Wie sich das historisch genau vollzogen haben könnte, beschreibt die Historikerin Gerda Lörne in ihrem Buch Die Entstehung des Patriarchats. Ganz tolles Buch, kann ich allen empfehlen, steht auch auf dem Handout. Also in diesem Buch nimmt sie unter die Lupe, wann und wo, unter welchen gesellschaftlichen Vorzeichen patriarchale Herrschaft den Anfang nahm. Also eben über geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, eine zunehmende Kontrolle der weiblichen Sexualität und auch über Vergewaltigung als zentrale patriarchale Herrschaftsgeste. Also sie belegt da am historischen Material, dass das westliche Patriarchat sich in einem sehr, sehr langen Prozess herausgebildet hat, der ca. 3000 vor Christus seinen Anfang in Mesopotamien genommen hat, also der ersten bekannten europäischen Hochkultur. Wichtig ist mir hier die kritische Theorie nach Adorno Horkheimer, wie auch Gerda Lörner, die ja historischen Materialismus macht. Also beide oder alle drei beschreiben die Herausbildung des männlichen und des weiblichen Subjekts, also des Patriarchats, als eine historische Tragik. Also auch hier geht es um Not, Mangel und Leiden der Menschen, das sie dazu treibt, sich gegenseitig zu quälen und zu unterdrücken. Sie beschreiben die Logik und innere Dynamik dieses patriarchalen Geschlechterverhältnisses als grundlegende Stütze unserer Gesellschaft, die man nicht unterschätzen darf. Aber das herrschende Geschlechterverhältnis wird eben nicht als ein notwendiges Verhältnis beschrieben. Also die Motivation der Theorie ist auch hier, es könnte und es müsste anders sein. Wesentlich für diese theoretischen Entwürfe sind die Hoffnung auf Befreiung und die Hoffnung auf eine gesamtgesellschaftliche Emanzipation von diesem Geschlechterverhältnis.
Also Patriarchatskritik will über das Geschlechterverhältnis aufklären, um den Menschen bewusst zu machen, dass das Zusammenleben auch anders funktionieren könnte als über Unterdrückung und Angst. Es geht also um eine Kritik, die nicht einfach bloß Theorie sein will, um einen Doktortitel zu erlangen oder Bücher mit klugen Sätzen vollzuschreiben, sondern die ihren Gegenstand abschaffen will und damit auch sich selbst. Also Patriarchatskritik hätte ihren Sinn und Zweck erfüllt, wenn es kein Patriarchat mehr gibt. Das ist so eine Grundformel der frühen kritischen Theorie. Sehr anschaulich formuliert findet die sich in Horkheimers Aufsatz traditionelle und kritische Theorie. Steht auch im Handout. Ähnlich wie Adorno und Horkheimer beschreibt Simone de Beauvoir das Subjekt, den eigentlichen Menschen, als männlich. Dies eigentliche Menschsein bedeutet, sich als gesellschaftliches Wesen zu verwirklichen. Das Subjekt ist tätig, es handelt und arbeitet, es macht sich die Welt zum Objekt, gestaltet sie und hinterlässt in ihr seine Spuren. Das erfordert einen Selbstentwurf, eine Vorstellung, wer man sein und wer man werden möchte und Selbstmächtigkeit. Also verstanden als die Kraft, über sich selbst autonom zu verfügen. Simone de Beauvoir spricht hier von der Transzendenz des männlichen Subjekts, als einem Streben, über sich selbst hinauszugelangen. Die Frau hingegen schreibt, sie ist nie Subjekt gewesen. Sie verharrt in der Immanenz. Und damit meint sie sowas wie, die Frau bleibt im Haus, in ihrem Körper gefangen und ist auf reproduktive Tätigkeiten verwiesen. Wie kochen, waschen, Kinder kriegen und die sexuelle Befriedigung vor allem des Mannes. Also Tätigkeiten, die der Fortführung der menschlichen Gattung dienen, aber nicht der Anforderung genügen, sich als Individuum zu verwirklichen. Also laut Simone de Beauvoir gibt es so etwas wie einen Grundkonflikt der Frau. Sie unterliegt zwar einander widersprechenden Bestimmungen, der Bestimmung zum Menschsein, was eben verbunden ist mit dem Subjektstatus, mit dem Streben nach Freiheit und Aktivität und der Bestimmung zum Frausein, wobei Weiblichkeit eben verbunden ist mit dem Objektstatus, mit Fremdbestimmung und Passivität. Das Frausein widerspricht also dem Menschsein und setzt die Frau als die andere. Dieses andere ist laut de Beauvoir eine identitätslogische Denkfigur. Also wenn man halt das eigene setzt, setzt man damit immer auch gleich das andere und lädt es mit eigenen unerwünschten Eigenschaften auf. Dazu ein Zitat von ihr. Die Menschheit ist männlich und der Mann definiert die Frau nicht an sich, sondern in Beziehung auf sich selber. Sie wird nicht als autonomes Wesen angesehen. Das männliche Subjekt ist nicht, ohne sein anderes zu haben, ohne das weibliche Nicht-Subjekt. Also die Männer könnten nicht in die Welt hinaus und sich verwirklichen, wenn nicht immer jemand da wäre, um ihre leiblichen Bedürfnisse zu stillen und ihre Kampfwirkung zu lenken. Dieses andere ist außer in der Frau auch im Juden und im Schwarzen lokalisiert. Also Menschengruppen, die traditionell macht- und rechtlos sind und daher nicht Subjekte. Simone de Beauvoir spricht von natürlichen Voraussetzungen von Geschlecht, also der Leiblichkeit und der Fortpflanzung, stellt aber Geschlecht als soziale Tatsache in den Vordergrund, als gesellschaftliche Verhältnisse. Also so ist, denke ich, ihr Satz zu verstehen, den die meisten sicherlich schon mal gehört haben: Man wird nicht als Frau geboren, man wird erst dazu. In ihrem großen Werk Das andere Geschlecht legt sie die Wirkungsweisen von Sexismus dar, zum Beispiel über die Erziehung der Mädchen, die eheliche Sexualität, und zeigt damit implizit, dass diese Zustände menschengemacht sind und verändert werden können. Und zwar verändert von Männern und Frauen. Also der Beauvoir legt dar, dass Frauenunterdrückung zwar von Männern forciert wird, aber Frauen auch in ihrer ohnmächtigeren gesellschaftlichen Position dazu beitragen, sie aufrechtzuerhalten und patriarchale Unterdrückungsmechanismen gegen sich und gegen andere Frauen richten. Also diese Analyse, dass die Situation der Frau sozial konstruiert ist, gewinnt Fleisch durch ihre genauen Beobachtungen. Also zum Beispiel auch der patriarchalen Institution von Ehe, der Versorgung der Kinder hauptsächlich durch die Mutter und der Art und Weise, wie Berufstätigkeit von Frauen verläuft.
Also Simone de Beauvoir beschreibt eben sehr ausführlich die gelebten Realitäten von Mädchen und Frauen und erfüllt damit die Grundbestimmung eines materialistischen Feminismus, das gesellschaftliche Sein von Mädchen und Frauen kritisch auf den Punkt zu bringen. Und auch hier stellt sie wieder die Forderung nach Emanzipation. Also noch ein Zitat von ihr: Der Frau bleibt kein anderer Ausweg, als an ihrer Befreiung zu arbeiten. Und diese Befreiung kann nur eine kollektive sein. So, jetzt komme ich zum Patriarchat und dem Kapitalismus. Also sowohl Adorno und Horkheimer wie auch Simone de Beauvoir beschreiben die Ausdifferenzierung der patriarchalen Gesellschaft in engem Zusammenhang mit dem Kapitalismus, ohne aber diesen Zusammenhang historisch und strukturell genau auszuführen. Also die Dialektik der Aufklärung wie auch das andere Geschlecht sind 1940ern erschienen. Und die Gedanken darin wurden später aufgegriffen von der zweiten Frauenbewegung, die sich in Westeuropa und Nordamerika ungefähr ab 68 zusammenfand. In den 70ern und 80ern gab es nun eine lebhafte Diskussion, wie dieser Zusammenhang von Patriarchat und Kapitalismus genau aussieht. Feministinnen, die aus der kritischen Theorie kamen oder sich als Sozialistinnen verstanden, ging ebenfalls von der These aus, dass der Mann eben von alters her das Objekt der Geschichte war und dass sich das jetzt ändern müsste. Und sie stellten nun heraus, dass im Kapitalismus eine spezielle Form von Subjektivität vorherrscht, nämlich das bürgerliche Subjekt, das sich über Lohnarbeit gesellschaftlich verwirklicht. Sie fragten, welche Rolle spielt dabei die Frauenunterdrückung? Ist das bürgerliche Subjekt wirklich männlich oder tendenziell geschlechtsneutral? Sollen und wollen Frauen ebenso Subjekte sein wie Männer? Oder worin sonst besteht Frauenemanzipation? Das, denke ich, sind Kernfragen des materialistischen Feminismus. Also der materialistische Feminismus geht dann von der marxischen Analyse aus, dass Kapitalismus erstmal als abstrakte Herrschaft zu verstehen ist. Also Herrschaft ist über den Tauschwert vermittelt, die Menschen produzieren über Lohnarbeit Wert, den sie in Form von Geld gegen das Lebensnotwendige eintauschen können. Und wer die Produktionsmittel besitzt, herrscht über andere, die auf die Produktionsmittel angewiesen sind, um Wert hervorbringen zu können und die eben weiter nichts haben als ihre Arbeitskraft, die sie zum Markt tragen können. Wir haben es also nicht mit einem direkten Herrschaftsverhältnis wie zwischen Sklavenhalter und Sklave zu tun, wo eben der Sklave seinem Herrn mit Leib und Seele und ohne eigenes Zutun angehört, sondern der Arbeiter verkauft seine Arbeitskraft, nicht sich selber, und zwar temporär auf zu Bedingungen, die der Markt bzw. staatliche Regulierungen diktieren. Auf Grundlage dieser Analyse kann man dann ganz gut sehen, dass Kapitalismus ziemlich gut mit Demokratie zusammenpasst, weil sich auf dem Markt eben die Menschen als grundsätzlich freie und gleiche gegenübertreten. Eben als bürgerliche Subjekte, die unterschiedslos denselben abstrakten Gesetzen gehorchen. Diese Bestimmungen sind von Marx geschlechtsneutral formuliert und werden bis heute von linken Gesellschaftstheoretikern immer wieder dafür angeführt, das Patriarchat als längst überwunden abzutun. Also die folgern daraus so ein emanzipatorisches Potenzial des Kapitalismus. Wie eben das traditionelle Abhängigkeitsverhältnis, zum Beispiel des Bauern zum Feudalherrn, hätte der Kapitalismus auch die patriarchale Abhängigkeit der Frau vom Mann zu den historischen Akten gelegt. Dagegen betont die feministische Kritik an Marx und an marxistischen Theoretikern, dass Marx sehr wohl die Produktionsverhältnisse beleuchtet, nicht aber, wie sich die Reproduktion der Arbeiterinnen und Arbeiter gestaltet. Also wer zieht die Kinder auf, wer kocht das Essen, wer putzt die Wohnung und massiert dem Arbeiter die verspannten Schultern. Trotz der gleichmachenden Effekte des Kapitalismus bleiben diese Reproduktionstätigkeiten weiblich besetzt, werden großteils von Frauen verrichtet, die in den allermeisten Zeit und Milieus außerdem Lohnarbeit verrichtet haben. Die marxistische Feministin Fricka Haug etwa hat vor vielen Jahren festgestellt, dass Produktionsverhältnisse immer zugleich Geschlechterverhältnisse sind.
Und in den 80ern hat die Soziologin Regina Becker-Schmidt die berühmte These von der doppelten Vergesellschaftung der Frau formuliert. Also es ist eben völlig offensichtlich, dass es Frauen in ihren emanzipatorischen Kämpfen seit den 60ern gelungen war, in die meisten Berufszweige vorzustoßen. Und dass letztlich auch der Staat und die Arbeitgeber ein Interesse daran hatten, dass Frauen Lohn arbeiten. Aber die Reproduktionsarbeit ist trotzdem an den Händen geblieben und Frauen müssen sich also in beiden Sphären beweisen. Das ist ja auch eine doppelte Vergesellschaftung. Diese geschlechtliche Arbeitsteilung hat sich bis heute erhalten. Hausarbeit und Kindererziehung werden immer noch mit überproportionalen Anteilen von Frauen verrichtet. Die Berufswahl von Frauen und Männern ist geschlechtsspezifisch geblieben und in der schlechten Bezahlung von Erzieherinnen, Pflegekräften, Grundschullehrerinnen und Lehrern spiegelt sich die Abwertung der reproduktiven Tätigkeiten. Zwischen der gesellschaftlichen Organisation von Lohnarbeit einerseits und der Organisation von Haushalt und Kindererziehung andererseits besteht also ein recht enger Zusammenhang. In dieser Diagnose waren sich die feministischen Theoretikerinnen recht einig, aber nicht einig waren sie sich darin, wie diese Verhältnisse zu begründen sind und wie die Befreiung davon konkret aussehen könnte. Historisch zu nennen wäre da die Kampagne Lohn für Hausarbeit aus den 70ern. Da hat eine Gruppe italienischer Feministinnen, zum Beispiel Maria Rosa Dalla Costa, mit dieser Forderung Lohn für Hausarbeit darauf aufmerksam gemacht, dass ein Großteil der gesellschaftlich anfallenden Reproduktionstätigkeiten unentlohnt bleibt und die Frauen, die sie tagtäglich stemmen, kaum als Arbeitende anerkannt und geschätzt werden. Ein aktuelles Beispiel, wie die Emanzipation vom gedacht wird, die Emanzipation vom Patriarchat gedacht wird, ist der Care Revolution Ansatz. Also federführend ist hier die Hamburger Professorin Gabriele Winker, aber auch Friederike Haug mitspielt. Diese Care-Debatte stellt die Frage, wie eben vielfältige Reproduktionstätigkeiten als gesellschaftlich höchst relevant sichtbar gemacht werden können, wie sie gesellschaftlich aufgewertet werden können. Und zwar soll es als ein Prozess funktionieren, der die Gesellschaft langfristig so umgestaltet, dass der Sorgebereich und überhaupt immer mehr Bereiche dem Zugriff des Kapitals entzogen werden. Winker betreibt hier marxistische Theoriebildung, bezieht sich aber auch auf neuere Ideen, zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, und diskutiert das unter feministischen Vorzeichen. Sie fordert das Bilden solidarischer feministischer Netzwerke, vor allem von Frauen, die Care-Arbeit verrichten oder darüber forschen. Und sie stellt sich das so als Netzwerke vor, die auch international, zum Beispiel beziehungsweise über Milieugrenzen wirken, um zum Beispiel die Arbeitsmarktdiskriminierung von Migrantinnen fruchtbarer thematisieren zu können. Im großen Kontrast dazu steht ein anderer aktueller Ansatz, nämlich die Wertabspaltungstheorie von Roswitha Scholz. Scholz beschreibt Patriarchat und Kapitalismus als ein und dasselbe System, das sie als warenproduzierendes Patriarchat bezeichnet. Sie führt aus, dass der patriarchale Grundcharakter des Kapitalismus schon in der Wertform steckt. Also nahezu alles, was in dieser Gesellschaft existiert, ist über den kapitalistischen Produktionsprozess vermittelt. Alle Dinge werden über Lohnarbeit hergestellt und über den Tauschwert der Dinge zueinander in Beziehung gesetzt. Nun hat aber der Wert, der alle gesellschaftlichen Beziehungen bestimmt, eine Schattenseite. Also einerseits gibt es diesen produktiven Bereich, der komplett über Lohnarbeit bestimmt ist, und dem steht der reproduktive Bereich gegenüber, in den alle Tätigkeiten fallen, die nicht oder nicht optimal in Wert gesetzt werden können, wie Liebe, Fürsorge und Pflege. Wir haben es also mit einer kapitalistischen Totalität zu tun, die sich gleichermaßen aus männlich bestimmter Produktionssphäre und weiblich bestimmter Reproduktionssphäre zusammensetzt. Scholz betont dann, dass der Kapitalismus genauso auf die schattenhafte und schwer greifbare Reproduktionssphäre angewiesen ist, die von Anfang an weiblich bestimmt war. Also nach Scholz gibt es
kein Kapitalismus ohne Frauenunterdrückung. Es wäre gar nicht möglich, denn er ist in seinem innersten Wesen Frauenunterdrückung. Die Wertabspaltungstheorie übt dann vernichtende Kritik am traditionellen Arbeiterbewegungsmarxismus, weil der eben an der Lohnarbeit festhält und damit den Kapitalismus nur zu regulieren trachtet, statt seine radikale Abschaffung zu fordern. Also Scholz betont, alle sozialen Bewegungen, sei es die der Arbeiterinnen oder der Frauen, können gewissermaßen nicht anders, als im Rahmen der kapitalistisch-patriarchalen Totalität zu agieren. Es gibt kein emanzipatorisches Außerhalb, keine Form der emanzipatorischen Kollektivierung. Und das Einzige, was dann irgendwo übrig bleibt, ist an einer grundlegenden feministischen Kritik zu arbeiten, von der ganz ungewiss bleibt, ob sie irgendwann in eine politische Praxis überführt werden kann. Also Emanzipation wird in der Wertabspaltungstheorie nicht von linker oder feministischer Politik erwartet, sondern ganz vielleicht von einem krisenhaften Zusammenbruch des Kapitalismus, nachdem die Art der Vergesellschaftung und des Geschlechterverhältnisses völlig neu organisiert werden muss. Also ich wollte hier nur ganz ansatzweise in die Debatte einführen und keinen der Ansätze in Länge und Breite vorstellen. Ich kann auch darauf verweisen, dass es in Feministisch Streiten drei Artikel über das Verhältnis von Kapitalismus und Patriarchat gibt und auch ein paar Texte dazu auf meinem Blog. Ich möchte dennoch kurz meine Position darlegen. Also ich war recht lange Anhängerin der Wertabspaltungstheorie und schätze auch noch immer ihren Anspruch, die ganze Weltgesellschaft in den Blick zu nehmen, sowie ihr radikal negatives Potenzial. Also ich denke, es handelt sich bei der Wertabspaltungstheorie um einen großen theoretischen Entwurf, der Aussagen eben über das Patriarchat als solches treffen will, in einem sehr hohen Abstraktionsgrad und dialektisch vermittelt. Also das ist ein theoretischer Gestus, den Feministinnen sich fast nie angeeignet haben. Und Scholz macht das halt. Also ich glaube, feministische Gesellschaftstheorie braucht eben diesen universalistischen Anspruch, um die verschiedenen Erscheinungsformen des Patriarchats in verschiedenen Weltgegenden und die verschiedenen Situationen von Frauen in den Blick zu nehmen. Also immer wieder eben diesen Blick aufs Ganze zu wagen. Und gleichzeitig müssen eben all diese verschiedenen Situationen von Frauen als Erscheinungsformen desselben globalen Patriarchats analysiert werden. Also muss ich immer wieder gefragt werden, wann und warum müssen wir vom Patriarchat sprechen und woran zeigen sich seine grundlegenden Merkmale? Also die Wertabspaltungstheorie läuft da einer bestimmten Tendenz zuwider, die man in weiblichen Handlungsspielräumen und auch in vielen feministischen Theorien findet. Und zwar der Tendenz, im Kleinen und Partikularen zu bleiben und dort Verbesserungen anzustreben und eben nicht den Blick aufs Ganze zu wagen und dessen radikale Umgestaltung zu fordern. Also ich schätze sehr diesen Gestus von Roswitha Scholz, der patriarchalen Welt, also erstmal ein grundsätzliches Nein entgegenzuhalten. Also ich will diese Welt nicht und denke nicht daran, irgendwas besser daran zu machen oder auszugleichen oder am Laufen zu erhalten, wie sie eben der Rolle der Frauen historisch stets entsprochen hat. Mein Kritikpunkt an der Wertabspaltungstheorie ist, dass es nach der Negation nicht weitergeht. Also sie verbleibt auf theoretischem Feld und weigert sich im Sinne der negativen Dialektik Adornos, realpolitisch zu denken. Und das halte ich angesichts der patriarchalen und kapitalistischen Missstände in der Welt für eine große Schwäche. Ich möchte dagegen am Anspruch kritischer Theorie festhalten, den der frühe Horkheimer formuliert hat, was Sie sich im ersten Teil umrissen haben. Das mit der Selbsterschaffung der Theorie. Die Wertabspaltungstheorie hat sehr wenig Interesse an der gelebten Realität von Mädchen und Frauen, obwohl Scholz betont, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnisse eben nicht von einigen grundlegenden theoretischen Maximen abgeleitet werden können, sondern damit immer spezifisch vermittelt werden müssen. Also passiert das im Rahmen der Wertabspaltungstheorie eigentlich kaum. Und das ist, denke ich, sehr bedauerlich. Also es kommt ja gerade im Moment ganz schön darauf an, praktisch zu werden.
also die abstrakten Bestimmungen vom Patriarchat mit den konkreten politischen Kämpfen von Frauen weltweit theoretisch zu reflektieren und daraus eigene realpolitische Forderungen zu entwickeln. Also als, ich will mal ein Beispiel für einen konkreten Kampf nennen. Und zwar die Forderung nach einem Kopftuchverbot für Schülerinnen, die etwa von der CDU in Nordrhein-Westfalen oder von der Frauenrechtsorganisation Tertekam erhoben wird. Also ich glaube, eine patriarchatskritische Analyse muss hier die frauenfeindlichen Zustände des fundamentalistischen Islam fokussieren, der auch hierzulande stärker wird, und muss fokussieren, wo und auf welche Weise genau Mädchen ihrer Freiheitsrechte beraubt werden und in welchem Maße sie sexualrepressiv erzogen werden. Der historische Blick zeigt, dass patriarchale Sexualtabus immer bedeuten, dass die Körper- und Handlungsspielräume von Mädchen und Frauen reglementiert werden, und zwar im Westen wie in muslimisch geprägten Ländern und Communities. Also das hat Gerda Lörner schon für die Anfänge des Patriarchats herausgearbeitet. Das ist einfach ein Spezifikum, das sich historisch immer wiederholt hat. Und genauso aber müssen Feministinnen eben wach sein gegenüber dem antimuslimischen Rassismus in der Gesellschaft, der sich auch in parteipolitischen Forderungen ausdrückt. Und zwar längst nicht nur in dem der AfD. Und Feministinnen müssen natürlich nach der Realität kopftuchtragender Mädchen und Frauen fragen. Also wie sehen die die Situation? Wo sind sie welchen Diskriminierungen ausgesetzt? Würde ihnen so ein Verbot helfen oder würde es ihre Lebenssituation zusätzlich erschweren? Und wie ist in diesem Fall die Forderung nach der körperlichen Selbstbestimmung von Mädchen einzuordnen? Ich glaube, aus einer theoretischen Einordnung von all diesen Fakten heraus muss ich als Feministin realpolitische Optionen prüfen. Also etwa, ob ich das Anliegen unterstütze, das Kopftuch für Minderjährige staatlich zu verbieten. Also Feminismus muss eben einerseits Gesellschaftstheorie sein, die immer in einem gewissen abstrahierenden Abstand zur Welt und zur Tagespolitik steht. Aber gleichzeitig muss der Feministinnen befähigen, realpolitisch zu intervenieren. Also Gesellschaftspolitik muss eben immer motiviert sein vom Begehren, die Gesellschaft umzugestalten. Und auch wenn die Handlungsperspektiven oft nicht rosig sind, wenn politische Kollektive sehr oft repressive Züge tragen oder die Ohnmacht linker Interventionen offensichtlich ist. Feministische Theorie darf nie die gelebten Realitäten aus dem Blick verlieren, sonst wird sie selbstbezüglich und eine selbstzweckhafte Beschäftigung für einige wenige, denen die Theoriebildung als persönlicher Trost dient, um mit den Leiden in der Gesellschaft klarzukommen. So, jetzt komme ich schon zum letzten Teil, Patriarchat und weibliche Sozialisation. In diesem letzten Teil möchte ich ausführen, dass eine materialistische Patriarchatskritik stets vom weiblichen und vom männlichen Subjekt ausgedacht werden muss. Also als ich eingangs über Sexismus gesprochen habe, habe ich ihn bewusst die Ideologie des männlichen Subjekts genannt und nicht die Ideologie von Männern. Mit Subjekt möchte ich die gesellschaftliche Form bezeichnen, in die sich die einzelnen Menschen samt ihren Bedürfnissen und Triebwünschen fügen müssen. Diese Form ist, wie schon Adorno, Horkheimer und Simone de Beauvoir dargelegt haben, immer geschlechtsspezifisch. Also die patriarchale Gesellschaft zwingt die Menschen zur weiblichen und der männlichen Subjektivierung. Sie zwingt sie, sich zu dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeteilt wurde, in ein Verhältnis zu setzen und individuelle Triebkompromisse zu schließen. Also die Vergesellschaftung eines Babys zum Mädchen und dann zur Frau ist begleitet von der lebenslangen und großteils unbewussten Auseinandersetzung mit den Anforderungen, wie eine Frau sein muss, wie sie sein kann und wie sie auf keinen Fall sein darf. Um diesen Subjektivierungsprozess anschaulicher darzustellen und seinen Zusammenhang mit dem Kapitalismus hervorzuheben, möchte ich noch so ein paar grundlegende Worte über geschlechterspezifische Sozialisation festhalten, loswerden. Also mit Sozialisation meine ich die Heranziehung und Einpassung der Individuen in die Gesellschaft. Und die geschlechterspezifische Sozialisation ist eben der Prozess, wie die patriarchale Gesellschaft mit den einzelnen Menschen vermittelt wird. Also wie sie quasi in die einzelnen
hineinkommt und sich in ihm realisiert. Seit Jahrtausenden werden Menschen zu Männern und Frauen sozialisiert. Familiäre, schulische und auch mediale Erziehung vermitteln spezifisch männliche und weibliche Verhaltensweisen, Denkweisen, Interessenlagen, Gangarten und nicht zuletzt das heterosexuelle Begehren. Wobei eben Erziehung der bewusste und zielgerichtete Teil von Sozialisation ist. Und der größte Teil erfolgt eben nicht bewusst, denke ich. Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass zur Zeit der Aufklärung, also des einsetzenden Kapitalismus, wieder angefangen wurde, über Erziehung nachzudenken. Zeitgleich mit der Beherrschung der Affekte, die der kapitalistische Arbeitsprozess erfordert, wurden Jungen dazu gebracht, ihre Körperkraft zu kontrollieren und zu effektivieren und sich von Emotionalität abzugrenzen. Und Mädchen lernen seither, sich aufopfern, bedürfnislos, süß und hilflos als begehrenswert zu geben. Also ganz grob gesprochen führt geschlechterspezifische Sozialisation dazu, dass Jungen lernen, sich von anderen zu beherrschen und Mädchen sich beherrschen zu lassen. Also Herrschaft wird eben vergeschlechtlich und erotisiert. Diese Sozialisation macht Männer und Frauen zu unvollständigen Individuen. Also Frauen, die vielfach nicht den Ehrgeiz und das Selbstvertrauen aufbringen, einfachste technische Verrichtungen zu erlernen, von denen wir immer völlig abhängig sind, und Männer, die nur wenig empathiefähig sind und nicht in der Lage, sich um ihre körperlichen und psychischen Bedürfnisse zu kümmern. Das legt dann in Beziehungen zwischen den Geschlechtern eine traditionelle Arbeitsteilung daran und kettet die Einzelnen gerade in diesen intimsten Verhältnissen an ihre Geschlechterrolle. Heute läuft Sozialisation also ganz viel ja auch über Konsumprodukte, die eindeutig Jungen oder Mädchen zugeordnet sind. Also kommen halt sehen wir alle blau und im Piratendesign einher, also gleichzeitig hat man da so eine Verherrlichung von Gewalt und Rücksichtslosigkeit, eben es werden gerade nicht soziale Tugenden vermittelt, oder sie sind rosa mit Prinzessinnen drauf, was dann so neben der klassischen Barbie so der Lilifee und Hello Kitty schuld ist. Die Botschaften, die dabei vermittelt werden, sind eindeutig. Das Streben des Subjekts nach Transzendenz, also darüber, sich in der Welt zu verwirklichen, wird bei Jungs durch Abenteuer und handwerkliche Bezüge gefördert, bei Mädchen unterdrückt, indem sie darauf verwiesen werden, sich um ihre Haare und ihre Klamotten und ihre Puppen und Pferde zu kümmern. Obwohl eben Selbstverwirklichung im Kapitalismus für Arbeit funktioniert und die meisten Frauen arbeiten müssen, werden hier in frühen Jahren die Weichen gestellt, dass eigentlich etwas ganz anderes erstrebenswert ist als Selbstverwirklichung. Nämlich Liebe und Sicherheit und Schönsein. Und auch das vollzieht sich großenteils unbewusst und unbeabsichtigt und teils entgegen eigener emanzipatorischer Überzeugungen. So sind, denke ich, ziemlich viele fortschrittliche Eltern der Meinung, ihren Jungen und ihren Mädchen genau gleich erzogen zu haben. Wobei eben unbeachtet bleibt, dass der Bruder mit viel weniger Nachdruck zur Hausarbeit herangezogen wurde, dass er keine Kleider anhatte, auf die er aufpassen musste und vom Onkel zum Bauern- und Fußballspielen aufgefordert wurde. Also Männer und Frauen sind einander rechtlich und als Lohnabhängige gleichgestellt, aber die Unterwerfung oder Anpassung an die Forderungen des Marktes vollziehen sich bei Frauen auf einer ganz anderen Sozialisationsgrundlage, weswegen Frauen dort mit vielen strukturellen und teils verinnerlichten Nachteilen zu kämpfen haben. Also es handelt sich im Grunde um diesen Widerspruch, von dem Simone de Beauvoir schon gesprochen hat, zwischen der Sozialisation als Frau und der Selbstverwertung auf dem Arbeitsmarkt. Mit dem Ergebnis, dass Frauen noch immer schlechter bezahlt werden, dass ihnen der rücksichtslose und auf den eigenen Vorteil bedachte Konkurrenzkampf weniger zu liegen scheint, dass sie nach wie vor in soziale, pädagogische, künstlerische und pflegerische Berufe strömen, die dann eben auch wiederum schlechter bezahlt werden, weil gesellschaftliche Anerkennung und Kapitalismus immer an wirtschaftlichen Ertrag gekoppelt ist. Und es reproduziert sich das alte Bild, dass in den oberen Etagen von Politik und Wirtschaft hauptsächlich Männer sitzen. Also prominente Gegenbeispiele wie die Kanzlerin oder die berühmte Elisabeth I.,
widerlegen, denke ich, nicht die These vom Patriarchat. Also vielmehr offenbaren sie als Ausnahmen gerade die Regel. Also Frauen gelangen eben in Ausnahmesituationen und durch Aneignung männlicher Rollenanforderungen zu Erfolg. Und doch darf Weiblichkeit in Erfolgspositionen nicht zu sehr verleugnet werden. Aber man hat es dann immer mit einem schwierigen Balanceakt zwischen männlichen Normen, also Leistungsorientierung, Durchsetzungsfähigkeit und Konkurrenzdenken zu tun und andererseits den Erwartungen, dabei fraulich attraktiv zu bleiben und auch als Chef und Charmant drüber zu kommen. Sonst kommt es eben sehr schnell zu sexistischen Schmähungen. Ich möchte diese knappen Ausführungen zur Sozialisationskritik nutzen, um den materialistischen Feminismus jetzt nochmal abzugrenzen. Und zwar möchte ich, um das Ganze nochmal zu schärfen, eine Abgrenzung gegenüber einerseits einer queer-feministischen Patriarchatskritik vornehmen und andererseits einer radikal-feministischen Patriarchatskritik. Also wichtig ist mir nochmal zu betonen, dass ich halt in diesem subjekttheoretischen Vorgehen immer auf einer strukturellen Ebene argumentiere. Also ich gehe davon aus, dass jeder einzelne Mann geprägt ist von seiner männlichen Subjektivität, also oder seiner männlichen Subjektwerdung und jede Frau von ihrer weiblichen. Aber Geschlecht gibt nicht hinreichende Auskunft über den Einzelnen. Also das Verhältnis von Individuum zur Subjektform, die individuelle Geschlechtsidentität sieht bei jedem etwas anders aus. Also die Alltagserfahrung macht ja klar, dass nicht alle Frauen gleich sind. Und bestenfalls ermöglicht dieses Verhältnis zwischen Individuum und Subjektform, ermöglicht das auch die kritische Reflexion auf die eigenen Sozialisationserfahrungen. Also Männer sind ja nicht notwendig Sexisten, sondern Männer sind im Patriarchat durch ihre Sozialisation begünstigt, zum Täter zu werden. Aber es liegt immer auch in der Verantwortung des einzelnen Mannes, wie er sich zur männlichen Subjektform positioniert. Die jeweilige Geschlechtsidentität ist nicht nur geprägt von den Differenzen zwischen den Geschlechtern, sondern auch von den Differenzen, und zwar strukturellen Differenzen zwischen Frauen. Etwa, ob die Anforderungen des Frauseins mit rassistischen Zumutungen gekoppelt sind oder ob sich, wie bei Lesben, das sexuelle Begehren in Opposition zur heterosexuellen Ordnung entwickelt. Also ich denke, mit so einer feministischen Subjekttheorie, wie sie Simone de Beauvoir angeschlossen hat, kann auch die Differenz Transidentität materialistisch erfasst werden. Also die Nicht-Identifizierung mit dem zugeteilten Geschlecht zeigt ja, dass männliche und weibliche Sozialisationsanforderungen nicht in jedem Fall Männer und Frauen hervorbringen, sondern manchmal auch in Angehörigen eines anderen Geschlechts. Dieses subjekttheoretische Vorgehen, das zum Beispiel über Sozialisationskritik oder feministische Psychoanalyse funktioniert, ist eine sehr fruchtbare Methode des materialistischen Feminismus. Also diese materialistisch-feministische Diskussion war in den 70er und 80ern sehr präsent und brach Anfang der 90er dann plötzlich ab. Da setzte auch im Feminismus ein Paradigmenwechsel ein, der Linguistic Turn, den es ja auch in vielen anderen politischen Gebieten und Geisteswissenschaften gibt. Also ein Wechsel hin zu Sprachpolitik und dem Ausgehen von vielfältigen geschlechtlichen und sexuellen Identitäten. Also eben der Siegeszug des Queer-Feminismus begann. Im Queer-Feminismus wird der Patriarchatsbegriff entweder abgelehnt oder er wird erweitert zur Bezeichnung für eine Gesellschaft, die ganz viele verschiedene Gruppen von Menschen unterdrückt. Also Frauen, Lesben, Transinter, aber auch People of Color, Behinderte, arme Sexarbeiterinnen oder Asexuelle, also eine Liste, die sich dann auch beliebig fortsetzen lässt. Vielleicht dazu ein Beispiel, was ich ganz bildhaft fand. Also der Landesarbeitskreis Gender der Linksjugend Leipzig hat vor ein paar Jahren so Sticker mit einer Patriarchatsdefinition gemacht, die, ich habe es ein bisschen gekürzt, so lautet: Patriarchat ist ein Herrschaftsgefüge, bei welchem Geschlecht, Alter und Sexualität eine Rolle spielen. Patriarchat meint für uns Männlichkeit als Norm. Doch theoretisch könnte an der Stelle ebenso die weibliche Rolle als Norm stehen.
Also es gibt eben ganz viele Kriterien, die sind tendenziell auch austauschbar. Und Judith Butler lehnt in das Unbehagen der Geschlechter den Patriarchatsbegriff gerade wegen seines universalistischen Anspruchs an. Also sie argumentiert da, man könne bei all der kulturellen Vielfalt der Geschlechterverhältnisse nicht vom Patriarchat sprechen. Also, sondern man müsste halt jeweils andere Begrifflichkeiten finden für die verschiedenen Bühnen. Also während ich es für total falsch halte, das Patriarchat für tot zu erklären, also zu sagen, es gebe kein Patriarchat, ist es, denke ich, richtig und notwendiger denn je, die vielfache Repression des Patriarchats herauszustellen. Aber Queerfeminismus verbleibt eben zumeist auf der Stufe von Sprach- und Normkritik. Also er will die einzelnen diskriminierten Identitäten sichtbar machen und gleichberechtigt nebeneinander aufreihen. Aber er analysiert sie nicht in ihrer jeweiligen Spezifik. Zum Beispiel, wie genau unterscheidet sich die Stellung von Lesben und heterosexuellen Frauen im westlichen Patriarchat? Also aus dem politischen Willen zur Vielfalt entsteht ein Unwille, sich mit der patriarchalen Zweigeschlechtlichkeit auseinanderzusetzen und inhaltlich darzustellen, worin sie besteht, wie sie sich ausdrückt. Und daher mangelt es im Queerfeminismus an einem grundlegenden theoretischen Verständnis vom Patriarchat. Und das hat eben zur Folge, dass die subjektkonstituierende Macht der Zweigeschlechtlichkeit nicht eingehend untersucht wird. Also auf der Suche nach neuen, freieren geschlechtlichen Identitäten und Darstellungsformen wird vernachlässigt, dass die Menschen immer noch weibliche und männliche Subjekte sind. Das Frau- und Mannsein wird dann häufig als rein äußerliche Zuschreibung und Diskriminierung begriffen, die Leute in ihrer Individualität kränkt und missversteht. Aber eben nicht als Teil der Individuen selbst, als Teil ihrer Geschichte und ihrer Erfahrungen, denen zu verleugnen, tatsächlich nicht so viel Sinn macht. Feministische Subjekttheorie hingegen betont, geschlechtsspezifische Erfahrungen und Beschädigungen sind leidvoll, müssen aber befragt werden, damit man verstehen kann, inwieweit auch wir als Homos, Transleute, Feministinnen patriarchale Strukturen in uns tragen und wie die Emanzipation davon aussehen könnte. Also ich denke, die Kritik am immer noch recht dominanten Queerfeminismus ist eine der großen Aufgaben eines materialistischen Feminismus. Ganz anders ist es um die Patriarchatskritik im Radikalfeminismus bestellt, der in den letzten Jahren wieder Regel geworden ist und die Frauenunterdrückung wieder in den Vordergrund stellen möchte. Also radikal-feministische Argumentationen finden sich zum Beispiel in der Zeitschrift Emma, im Blog Die Störenfrieders und auch in der Frauenrechtsorganisation Tete Femme, von der ich vorhin schon kurz gesprochen habe. Radikal-Feministinnen kritisieren den queeren Vielfaltsdiskurs, in dem die Situation von Frauen und Lesben halt oftmals untergeht und wollen jetzt wieder ganz klare Verhältnisse schaffen. Also eben das Patriarchat, Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen durch Männer. Das Frausein soll wieder als biologische und soziale Kategorie etabliert werden und nicht als eine von vielen Identitätsmöglichkeiten. Wobei eben recht auffällig an radikal-feministischer Kritik ist, dass es einen sehr starken Rekurs auf die weibliche Biologie gibt, die weibliche Geschlechtsnatur, die im Queerfeminismus gar nicht mehr vorkommt oder als Machtdiskurs dekonstruiert werden soll. Also häufig wird dann von Radikalfeministinnen die Gleichung aufgemacht, Vulva ist Frau und Penis ist Mann und im Patriarchat sind Penisträger männlich sozialisiert und ihr Penis ist dann gegen Frauen gerichtetes Herrschaftsinstrument. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass sie sehr klare politische Linien zieht, wie eben das Urteil Kopftuch und Prostitution sind frauenfeindlich, was ich denke grundsätzlich richtige Urteile sind. Aber es wird eben den realen Brüchen im Geschlechterverhältnis nicht gerecht, also den inneren Widersprüchen des weiblichen Subjekts. Und vor allem fehlt hier die Möglichkeit der Individuen zur Kritik und emanzipatorischer Veränderung. Also ich glaube, ein materialistisches und subjekttheoretisches Vorgehen kann das Verhältnis der Subjekte zur patriarchalen Gesellschaft differenzierter darstellen als der Radikalfeminismus. Und es enthält eben die Perspektive der Befreiung vom Geschlechterverhältnis. So, jetzt gibt es noch das knackige Fazit. Also,
Wie anfangs gesagt, denke ich, gibt es verschiedene Punkte, an denen materialistischer Feminismus ansetzen kann. Zum Beispiel eben Patriarchatskritik. Aber ebenso kann es auch die Kritik der Ökonomie sein oder Gegenstände der Politik, der Geschichte, der Kunst, der Sprache, der Sexual- und Sozialforschung oder Gegenstände des Alltags. Frau Svita Scholz bezeichnet das Patriarchat als globale kapitalistische Totalität, das sich in allen gesellschaftlichen Bereichen widerspiegelt. Es muss also in seiner jeweiligen Besonderheit, aber mit dem Blick aufs Ganze, analysiert werden. Und Feministinnen müssen sich diese Gegenstände mit einem geeigneten theoretischen und begrifflichen Instrumentarium zu eigen machen. Also wie der Vortrag hoffentlich gezeigt hat, gibt es nicht eine Methode, die für alle Gegenstände taugt, sondern eben verschiedene, etwa den historischen Materialismus, eine feministisch gewendete Psychoanalyse, eine feministisch gewendete kritische Theorie, den feministischen Sozialkonstruktivismus und es geht auch ganz grundsätzlich um dialektisches Denken. Wichtig ist, dass eine feministische Theorie sich an den Gegenständen weist. Also muss die Gegenstände in ihrem jeweiligen Zusammenhang mit der Gesellschaft analysieren, im Zusammenhang mit den gelebten Realitäten, besonders für Mädchen und Frauen. Also materialistischer Feminismus ist seinem Anspruch nach revolutionäre Theorie, die die Gesellschaft, wie sie ist, abschaffen will. Danke.